Recht herzlich willkommen zur 104. Folge von Grand Age Medieval. Ja, da sind wir unterwegs zu diesem Ort hier. Oder erstmal den Händler, dann den Dingens und dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein paar Waren verkaufen. Wie es aussieht, macht das Sinn. Da haben wir ein bisschen Geld verdient. Hier lohnt nicht. Geht gleich runter, das ist gleicher Preis. Hier geht was. Können wir alle, hier geht auch was. Das ist auch ein guter Preis, geht aber runter. So, das ist auch ein gleicher Preis. Hier geht was. Das brauchen wir nicht. Hier geht auch ein bisschen. So, das hat geklappt. Das war teuer. Das Obst war billig. Und irgendwo war es noch ein guter Preis. Hier, ne? Wolle. Wagen voll. Okay, dann können wir weiter. Hier unten noch hin. Da ist schon noch eine Einheit mehr geworden. Jetzt sind es 6. Guck, 7. Ja, dann kommen da immer mehr zu jetzt. Soll gleich nur schauen. Alle weg. Das lohnt nicht. Hier geht was. Alles, wow. Das ist günstig. 240, da geht was weg. Das ist gleicher Preis, hier geht was. Hier geht was. Passt, da geht auch was. Alles. Gut. Ja, da war jetzt das Tuch günstig. Aber 26. Die Wolle war auch noch günstig. Geht aber dann hoch. Und der Rest nehmen wir das mit. Okay, dann ist das hier erledigt. Dann geht die Reise zurück. Ich würde mal gern woanders hingehen. Aber hier kommen wir nicht lang, ne? Also wir kommen da schon lang, aber irgendwo weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Unterwegs, wenn er hier lang geht, dann können wir auch erst hier anhalten und dann mal weiterlaufen, ne? Und das wird so sein, ne? Ja, da oben ist er. Mit Freude. Und dann gehen wir da hin. Bringt ja nichts da unten jetzt hinzureisen. Ist jetzt soweit. So, 9 Einheiten. Bin am Überlegen, ob wir nicht. Ach so, Wagen ist ja voll. Na, das bringt's nicht. Das bringt's. So, dann können wir da zulegen. Nee, umgekehrt, diese Richtung. Oh, einer für den Preis und dann ist Sabbat. Okay, ist halt so. Da geht was. Achter. Hier geht auch was. 22 Honig ist teuer. Lohnt nicht. Geht gleich hoch. Bringt's also auch nicht. Ja, hier kann man noch was verkaufen, ne? Und da auch. Sich gelohnt. Lohnt sich da auch was. 30 weg, da geht auch was. 80 weg, da geht ein bisschen. Dann machen wir hier so. Wein ist. Ne, Wein ist nicht günstig, ne? Und 200 ist teuer. Ja, das hatten wir schon gemacht. So, dann sind wir hier schon durch, oder? Haben wir gekauft. Haben wir, glaube ich, auch gekauft. Ja. Also hier. Ne, wir gehen gleich hoch, brauchen wir also nicht. Gut, okay. Dann würde ich sagen, laufen wir mal hier hin. Und dann gucken wir da hin. So, aber wir können gerade hier, glaube ich, noch auf jeden Fall eine Kaserne. Dann lass mal gerade gucken.
wer da ist. Spießgesellen, okay. Spießgesellen sind das auch, okay. Nochmal 5 davon. Dann dort weg. Haben wir da noch welche? Und das sind Schwertkämpfer. Läuft. Und unten hatten wir auch noch. Oder da. Ne, doch hier im Bur. Ne, jetzt mir war das. Okay. Okay, die dauern länger. Ja, die Unterhaltskosten ist klar, aber wir müssen mal zusehen, dass wir das da oben so hinkriegen, ne? Okay, dann nehmen wir die jetzt. Entschuldigung. Bringen die mal dahin. Bringen wir dahin. Oh, da gibt's hier unten schon Stress oder was. Super. Ob die das dann schaffen, ist die nächste Frage. Gibt's hier eigentlich eine? Nein, gibt's hier nicht. Obwohl, das müsste eigentlich klappen, ne? Ja, komm, leg die mal an, dass die da kommen und dann müssten die da unterwegs ja anhalten, oder? Ja. Aber die Luchse sind auch schon erledigt. Es gibt da ganz viele Warenhaufen, ne? Kriege ich die jetzt nicht ausgewählt? Oder was? Achso, da sind gar keine. Oder die laufen schon, das kann auch sein. Gut, okay, da sind jetzt so viele. Die bringen wir mal hier hin. Haben wir hier schon neuer gemacht? Ich glaube ja, aber da können wir gerade noch 2 nachlegen. Die schicken wir auch dahin. Und hier oben waren auch noch welche, oder? Nee, vertue ich mich. Da irgendwo was? Nein. Ich hätte nur diese Standorte. Obwohl, da oben müsste eigentlich ja auch was sein, aber... Ja, weiß ich nicht mehr. Jetzt mir ist wieder was rausgekommen. Ja, ein Reiter. Dahin, den... Dahin. Und hatten wir noch irgendwo welche? Ich glaube nicht, ne? Irgendwo wird angegriffen? Ne. Ja, ich denke mal, hier unterwegs sind die, ne? Irgendwo am Kämpfen, da. Wie weit ist das? Okay, die dauern noch. Nachschub kommt dann, ne? Gut, die sind fit da unten. Wo finde ich meine Leute hier? Die müssen doch auch irgendwo rumstehen, oder? Waren noch hier oben welche, ne? Oder? Vertue ich mich, sind die kaputt gemacht worden. Da sind sie. Ach, die sind doch im Auftrag. Alles klar. Da fehlen noch Ziegel und Metallwaren. Okay. Ziegel und Metallwaren. So. Und wir machen das hier. So. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus, ne? Rundum belagert. 35.000 laufen runter. Gucken wir mal, dass weitergeht noch. Da sind nur 3 Einheiten. Alle aufsetzen! Hier schicken wir da auch noch hin. Und ist er nicht, sondern so viel. Nochmal 3 Einheiten, okay. Auf geht's! Und dann haben wir schon ordentlich zu kämpfen. Hier unten ist auch noch eine Einheit. Auch noch dahin. Okay. Belagerung läuft. Macht mir jetzt einen ganz guten Eindruck, diese Runde, oder? Das dauert natürlich eine Weile, aber wir müssen nachproduzieren, definitiv. Die 5.
Und hier da auch noch hin. Dahin. Auf geht's. Und dann nach hier unten wieder. Und die Reiter wieder. Und die Einheit wieder hochschicken. Im Galopp. Und hier 29, 28. Macht einen ganz guten Eindruck. Da ist nix. Und da ist auch nix. Ist hier jemand? Nein, da gibt's auch niemanden. Gut, die sind alle am Kämpfen. Irgendwo ist gerade wieder einer rausgekommen. Da. Den schicken wir dann dahin. Sophia, auch einer gekommen. Ist gebunkt. Kommt dahin. Sind noch bei 26.000. Ich glaube, wir brauchen keine mehr produzieren. Die, die jetzt noch unterwegs sind, die können wir noch reinholen. Oh, hier ist die Pest oder sowas unterwegs. Okay. Dann würde ich sagen, schicken wir die mal hier rein. Die leckeren Bahnhofen hier holen, mit richtig Kohle drinne. Da noch ein Warenhaufen und da war auch irgendwo einer, da ist er. Gut, dann kriegen wir noch ein bisschen Geld dabei. Und, nee, warte mal, das machen wir nicht, wir können die gleich dahin schicken. 22.000, okay, dann sind wir schon 13.000 weniger. Sicher. 21, aber unsere Leute, wenn du da drauf guckst, sind nur noch 2, 3. Das geht, nimmt rapide ab, ne? Vielleicht doch noch nachproduzieren? Ich weiß nicht. Hier läuft's ja auch noch. Die brauchen relativ lange da unten immer, ne? Ist hier noch eine Einheit zum Ausheben? Nein. Da geht gar nichts hier, ne? Ist ja auch doof, wenn man so eine Stadt hat und hat nichts mit zu tun, ne? So, noch Fisch. Und da machen wir noch die Bolle. Läuft. Da ist noch einer. Machen wir! So viele Truppen stehen da jetzt. Sind die abgehauen oder was? Moralverlust, super. Sowas brauche ich. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Da sind zig Truppen abgehauen, weil sie keinen Bock mehr haben. Nee, ne? Oh, die brauche ich ja alle, ne? Warum sind die weggelaufen? Jawohl! Dann kann ich die auch gleich wegschicken, ey. Jawohl! Wenn die ja sowieso nicht mehr hinlaufen. Bezahlung ist doch kein Thema, oder? Wir haben doch genug Geld da oben auf der Bank. Wir reiten! So, 16.000. Aber es sind nur 1.200, die da stehen. Also das ist hier richtig doof, ne? Truppen in der Stadt. Was soll das? Ja, dann kann ich das auch so gut wie nicht gebrauchen, ne? Alle aufsitzen! 2000, okay, ich glaube, aber das schafft man trotz alledem, diese Deserteure da noch rumrennen. Sicher! Aber wir müssen dann doch die anderen nachschicken, ne? Gedacht, brauchen wir nicht unbedingt machen, aber ist wohl so.
Aber das schaffen wir dann noch. Im Galopp! Nur noch 12, das ist ein Drittel jetzt. Und 2,5, es wären noch mehr sozusagen. Also wir sind mehr in der Stadt. Ich glaube, da ist keine Gegenwehr mehr da, ne? Sonst kommen immer noch so Leute raus. Ah, die 7 da oben, die sind ja schon wieder richtig nervig, ne? Ist gebongt. Oh, jetzt kommen sie sogar nochmal. Oder nur einer, hm? Nicht alle. Was ist unterwegs irgendwo hängen geblieben? Die gehen ist nicht, gebongt. Ne? Doch. Keine Ahnung, was die da veranstalten. Wichtig ist, dass wir diese Tausende da runterkriegen. Und das sieht gut aus. Läuft erstmal. Sollten wir gleich geschafft haben sogar. Dann haben wir die Mission erstmal auch erfolgreich geschafft. Die militärische Übernahme. Ja. Machen wir. Truppe befindet sich im Kampf, wo denn? Ach, sind schon da, okay. Die sind da mal angekommen. Jetzt haben wir auch über 3000. Gut, dann können wir die anderen sein lassen. Brauchen wir nicht mehr. Da war gerade noch ein Kampfwert, aber der ist auch weg. Und diesmal klappt's. Sind wir auf einem guten Weg. Wenn da jetzt nicht noch ein paar tausend Sturmtruppen kommen, dann haben wir den Fall jetzt gleich erledigt. Hm. 3700. Bin am Überlegen, ob wir das nicht in der nächsten Folge zu Ende machen, ne? Oder? Kommt jetzt noch ein Video hinterher, ne? Wahrscheinlich. Ja, komm, nehmen wir noch mit. 2000. Jetzt wird's gleich rot, das Odessa. 1,5, 1,4, 1,3, 1,2. Da unten ist eine Truppe gerade rausgesprungen. Noch 1000. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 und das war die Belagerung. Als sich die Nacht über das Land senkt, ist der Gegner besiegt. Barnas und die Seinen sind gedemütigt. Und der Widersacher wird zur Kapitulation gezwungen. Der siegreiche Feldherr kehrt nach Konstantinopel zurück und wird vom Senat gefeiert. Und im stillen Einverständnis mit der Kaiserin nutzt Leon die Gunst der Stunde und hält öffentlich um ihre Hand an. Der Patriarch persönlich vollzieht die Trauung des Paares. Und unter dem Jubel des Senats scheint die Kaiserkrone zum Greifen nah. Die Salbung durch den Patriarchen ist für viele nur noch eine Formsache. Super. Konstantinopel ist euch zu Dank verpflichtet. Es wurde Zeit, meinen ungestümen Bruder in die Schranken zu weisen. Man erwartet nun, dass ich euch zum Kaiser salbe. Doch ist es nicht so, dass die Normannen euch jüngst den Krieg erklärten? Dass sie sich für die Demütigung ihres Verbündeten rächen wollen? Bevor ihr an die Krone denkt, solltet ihr an das Reich denken. Ich fürchte, sonst könnt ihr nie ein würdiger Kaiser werden. Na dann. Also, jetzt müssen wir ja Mokka übernehmen. Nee. Flora? Keine Ahnung, wie das da heißt. Steht das hier nochmal? Flora, okay. Auch die Situation mit Aledin ist so nicht haltbar. Doch kümmert euch zunächst um die Normannen. Okay.
Nächstes Ziel, Flora. Jetzt müssen wir erstmal wissen, ich weiß gar nicht, die Lupe habe ich gedacht, da kommst du zu der Stadt hin, ne? Aber das ist wohl nicht so. Normannen? Damaskus? Mosul? Ach, das ist da, die Stadt. Das hatten wir doch schon mal, ne? Da haben wir doch schon mal was gemacht. Ach so, den haben wir, glaube ich, ne, der war gegen uns, den haben wir beschwichtigt sozusagen. Naja, okay, dann wissen wir das auch. Aber ich sag mal, in dieser Runde machen wir das nicht. Wir machen erstmal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.